Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drakensang am Fluss der Zeit. Wir beginnen heute die ganze Folge mit einer kleinen Feenjagd. Und zwar wollen wir sie in den Feenkreis buxieren, scheuchen, jagen, wie auch immer. Und ich gehe einfach mal davon aus, ich muss die Fee umrunden und sie gegebenenfalls dann in die richtige Richtung davon treiben. Was? Falsche Nase. Du machst das jetzt. Genau. So. Da oben ist der Feenkreis. Hier ist die Fee. Hallo? Und wir haben gesehen, sie ist jetzt darüber. So, jetzt einfach drauf zulaufen. Hilft das was? Da muss ich was falsch machen. Ja, wir sind schon wieder darüber. Das geht doch nicht. Ich bin jetzt von hier anlaufe, dass sie dann ja darüber weiter wechselt. Aber wenn ich jetzt wieder von der Seite hier anlaufe, dann umfliegt sie mich und geht auf das andere Dings. Den ersten Punkt oder in die Mitte. Da unten. Ja, Gott, so viele Vögel. Vielleicht kann ich sie ja von innen heraus wegjagen. Wo geht sie denn dann hin? Ah, da oben hin. Also ich glaube, ich verstehe das Spiel nicht. Innen nach außen geflüchtet. Wenn man von hier auf sie zulaufe. Okay. Ein bisschen sinnfrei ist es schon, oder? Muss ich sie anschießen oder? So, einmal hinschleichen. Vielleicht können wir sie so fangen. Na? Er hat sich der Sache genähert. So gesehen habe ich was richtig gemacht, vermute ich. Hoffe ich. Nee.
Genau, ich umlaufe sie nochmal, diese Fee. Und wenn ich das geschafft habe, versuche ich mal nochmal von hier aus auf sie zuzuschleichen. Vielleicht nähert sie sich ja dann diesem Ding. Na gut, jetzt umlaufe ich sie ganz und versuche es dann nochmal auf sie zuzuschleichen. Wenn das dann nicht klappt, dann werden wir die Feenjagd abbrechen, weil ich weiß nicht, ob das sich unbedingt lohnt, den halben Tag einer Fee hinterher zu laufen. Aber sie ist jetzt weiter oben als sonst, ne? Wenn ich jetzt von. Na gut. Wenn sie in direkter Linie von mir wegflüchtet. Ah, oh, diese Vögel, die sind echt furchtbar. Ich will jetzt diese Fee in den Kreis schubsen. Komm schon, Fee, spiel mit. Ob ich sie vielleicht einfach mit dem Pfeil erlegen soll und dann Uah. Ja, war ja klar, jetzt ist er da hinten. Aber von da aus kriege ich es ja nicht in diesen komischen Kreis rein. Oder sehe ich das falsch? Wenn ich jetzt so auf sie zulaufe, fliegt sie wieder zurück. Ja. Jetzt ist sie wieder weiter weg von dem ganzen Geschehen. Also irgendwie. Ich treibe sie jetzt nach außen, weil nach innen treiben funktioniert nicht. Blöde Fee. Hat eigentlich nicht Lust, den ganzen Tag hinter hierher zu laufen und. Spielst nicht fair. Alles Punkte, bei denen sie schon mal war. Ist nicht so, als würde sie neue Punkte aufsuchen. Das ist also.
Was sagt denn unser geheimes Logbuch? Jagd allerlei, das war woanders. Heilmittel, Ratten und Elfen, Verhandlungen. Ado, Torwald am Fluss und das, Nö. Wir haben noch nicht mal den Auftrag, irgendwas mit dieser Fee zu machen. Wir können also noch nicht mal nachlesen, was wir mit dieser Fee machen sollen. So, vielleicht jetzt noch mal anschleichen. Jetzt in falsche Richtung. Ich soll die Feder in diesen Kreis reintreiben. Zumindest hat das die Feiris gesagt. Okay. Aber wie jage ich sie da in diesen Kreis rein? Ich meine, sie ist ja scheinbar am Teleportieren und blitze schnell oder so. Also kann ich sie nicht fangen. Aber ich kann ihr auch keine Richtung vorgeben, wohin sie sich bewegen soll. Weil wenn ich sie auf sie zugehe, so auf den Kreis zu, dann blitzt die woanders hin. Also kann ich ihr quasi nicht sagen, ja, geh jetzt in die Richtung. Jetzt zum Beispiel gehe ich auf sie zu. Technisch gesehen müsste sie nach außen weiter, da kann sie nicht hin. Aha. Aha. Ja, irgendwas habe ich richtig gemacht, irgendwann, irgendwo. Aber sie geht kürzere Strecken, springt kürzere Strecken, wenn wir schleichen. Zumindest glaube ich, das so gesehen zu haben. Kann mich auch irren. Und sie nähert sich dem Kreis, je mehr wir schleichen. Jetzt müssen wir sie halt nur noch von allen Seiten immer darauf zutreiben, bis sie dann irgendwann da drin sitzt. Ergibt das eigentlich Sinn? Na, ich hoffe es mal. So, Fee. Oh, sie ist drin, die Fee. Ob ich jetzt gewonnen habe? Oh, sie hat uns Glitzerstaub dagelassen. Inventar voll. Trag du mal die schweren Sachen. Waldelfenstiefel, die wollte sie haben. Gut, das ist auch soweit. Bärenfell darf der Kuano haben.
Federn gehen zu ihr, Ulmenholz zu ihr, Lederreben zu ihr. Federn kann auch sie gebrauchen. Sehnen rüber. So. Ja? Na gut, diese Elfenrobe, die brauchst du nicht wirklich. Habe ich die etwa gekauft oder was? Nimm mal das Glitzerpulver und sag uns mal, was das ist. Kann sie nicht, das macht er besser. Er hat es irgendwie verschwendet. Die feinen Partikel scheinen wie aus purem Licht und schillern farbenfroh. Es ist offensichtlich, dass der Feenstaub nicht aus dieser Welt stammt und daher kann er sich für ein ordentliches Sümmchen verkauft, sicherlich für ein ordentliches Sümmchen verkauft werden. So. Den ganzen Aufriss haben wir jetzt nur gemacht wegen Geld. Okay. Schlimm ist es nicht. Das hat schon ziemlich lange gedauert, oder? Na gut, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal wieder bei den Piraten. Die Verhandlungen vorantreiben. Okay. So, wie weit waren wir? Wir wollen jetzt zu den Piraten. Wir haben den Bausch dabei. Und wir haben Borgrims Idee, den Gegner niederzuringen. Und wir haben dazu noch die Möglichkeit, Kuanos Idee auszuführen, indem wir uns mit indem wir uns damit beschäftigen, die Dings auszutricksen. Ja, die Piraten. So, ich hab's. Indem wir jetzt die Piraten austricksen. Damit können wir uns auch noch beschäftigen. Großer Waldschritter, das steht aber nicht friedlich, ja? Wollte gerade sagen. Einmal alle drauf. Wenn dann blitzt das Ganze nochmal. Und hier machen wir einen Doppelschuss. Sehr schön, ausgezeichnet. Venta, einmal bitte Haut abziehen und Inkredenzien sichern. Ach, das ist der Feenkreis, da kommen wir ja gar nicht hin. So, einmal nochmal quer durch den Sumpf laufen. Und dann finden wir die Piraten. Und da müssen wir jetzt mal entscheiden, wie wir uns dann mit den Piraten messen wollen. Also auf Augenhöhe in Gewalt oder hinterlistig, wie Kuanos vorgeschlagen hat, oder diplomatisch, wie Fayres es möchte. Ob das dann eine Auswirkung hat auf das weitere Zusammenarbeiten mit den Elfen? Glaube nicht, ne? Aber im Prinzipiell habe ich auch kein Interesse daran, die Piraten mit Ressourcen zu versorgen, die sie haben möchten. Mir ist eher daran gelegen, dass sie eben nicht kriegen, was sie wollen. Sollen sie lieber ein ehrliches Tagewerk verrichten oder so, aber sich doch nicht mit Lug und Trug und Erpressung und Diebstahl
ihre Zeit vertreiben. Finde ich nicht okay. Reicht ja schon, wenn ich das machen muss, um die Welt zu retten und so. Also, in erster Annäherung, sie einfach mit dem Stoff ziehen zu lassen, ist nicht so schön. Wäre mir gar nicht dran gelegen. So, hier speichere ich mal ab, weil ich eigentlich noch darauf warte, dass wir sie auf die Mütze kriegen. Trotzdem, also trotz, dass wir uns an die Abmachung halten. Daher müssen wir uns auf ungewöhnliche Methoden einlassen, um das Ziel zu erreichen. Seid gegrüßt. Spracht ihr bereits mit den Elfen? Würdet ihr mir noch eine Frage beantworten? Sicherlich. Ich höre. Habt ihr diesen Husten schon lange? Oder länger? Ihr solltet euch das Rauchen abgewöhnen. Bitte? Ich muss mich verhört haben. Oder habt ihr soeben... würdet ihr mir noch eine Frage beantworten? Sicher. Ich höre. Ich bemerkte euren Haken. Wie ist das passiert? Die Aussicht auf schnellen Reichtum hat ihre Schattenseiten. Unsere Taktik ist nicht ausgelegt. Auf Söldner. Nach dem Entern sah ich mich umstellt, aber wusste mein Schwert zu verwenden. So verlor ich meine Hand, doch behielt mein Leben. Sicherlich, ich höre. Gut, da könnten wir nach dem Anlehnen, das ist okay. Haben wir den Bausch nicht gekriegt? Habe ich irgendwie was übersehen? Ja? Na? Braucht da. So, braucht er den Bausch oder so? Um dann seine Verhandlungen fortzuführen? Ja, aber. Seid gegrüßt! Spracht ihr bereits mit den Elfen? Nicht durch. Unsere Konversation dreht sich im Kreise. Okay, irgendwas? Habe ich nicht den richtigen, oder? Moment mal, ich höre immer nur Plan, aber es passiert gar nicht. Bin jetzt leicht überfordert. Gut, versuchen wir es nochmal. Einmal zum Elfenbaum. Und die hat uns doch gesagt, dass... Sanya, Sala. Du sprachst mit den gierigen Menschen? Das habe ich gemacht. Sie wollen einen Ballen Bausch. Wird das ihre Gier stillen? Was denkst du? Ja, ich denke, sie wollen tatsächlich nur den Bausch. Wenn sie ihn haben, werden sie abziehen. Wer beginnt, durch Besitz Macht zu erlangen, der will mehr Macht, mehr Besitz. Der Kapitän scheint für die Piraten recht anständig zu sein. Ein Mann von ihr, das hat der aber Mann schon. So viel Bausch, wie er verlangt. Du findest den Stoff im kleineren Baumhaus. Ich muss mich nun wieder um eine Sippe kümmern. Okay, aber das hatten wir ja schon mal gehabt. Das haben wir uns alles schon angehört und ich hatte den Kram doch schon einmal mitgeholt. Ah, das ist der Bausch. Die Gelegenheit wäre so günstig für ein fixgefälliges Spielchen. Spielchen? Und dabei hatte ich den Eindruck, es ginge hier um eine ernste Angelegenheit. Kanrosha, Schleicher, du solltest wissen, wie wichtig unsere Queste ist. Schließlich haben wir das alles dir und deiner Mora zu verdanken. Aha, jetzt habe ich den Bausch gefunden. Super,
jetzt können wir das Ganze weitermachen. Aber die andere Sache, der Schleicher hat ja irgendwo recht, ne? Den Bausch da einfach zu überlassen, finde ich nicht gut. Die andere Frage ist natürlich, ist es nur ein Questgegenstand? Ist es nur ein Questgegenstand? Also, wir könnten selber daraus keinen Nutzen oder Geld schlagen, wenn wir den behalten würden. So mache ich das. Ich werde den Bausch abgeben und die Piraten ihrer Wege ziehen lassen. Ich werde auch darauf verzichten, Unruhe zu stiften, aber wir werden jetzt uns erstmal vorbereiten. Die Zauber können verbessert werden, wahrscheinlich bei ihm auch. Ja. So. Plan wird sein, wir werden uns jetzt erstmal sicherheitshalber mit den ganzen Zaubern eindecken, die wir können. Nur mal zur Sicherheit. So. Nicht, dass sie dann glauben, sie können uns auf den Kopf hauen. Hast schon einmal im Schilf auf einem Frachtkahn gelaufen. Gepriesen seien die Zwölfe. Ihr tragt den Bausch bei euch. Ihr seht recht, Captain. Händigt den Stoff aus und wir werden hier keinen Tag länger vor Anker liegen. Und zunächst meinen Anteil, bitteschön. Der Betrag von 10 Dukaten sollte eure Bemühungen angemessen honorieren. Ich danke. Nun gebt mir euer Wort, dass ihr nicht wiederkehrt. Es liegt mir fern, diese verhexten Wälder erneut zu besuchen. Unsere Wege werden sich hier nicht wieder kreuzen. Ihr habt mein Wort. Okay, wir übergeben den Bausch. Möglich, dass wir uns anderenorts wiedersehen. Ich werde mich an unsere friedliche Einigung erinnern. Lebt wohl. Wackernagel, lass die Mannschaft den Bausch verladen und dann Leinen los. Ihr habt's gehört. Einladen und ablegen. Korrupte Zöllen liefern wir ans Messer, aber für Flusspiraten spielen wir Unterhändler. Ich glaube, ich muss gleich lachen. Recht hast du, Freund Blase. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten die lästigen Herumtreiber dasselbe Schicksal ereilt. Du willst doch auch, dass die Elfen uns wohlgesonnen sind. Meinem Freund Adel. Dann wisse, dass meine Lösung die richtige war. Ja, das hoffen wir alle. Wir haben eine Kiste vergessen. Aber das war eine Kiste, die wir schon mal geplündert hatten. Da hinten das Fass auch. Ich glaube, hier gibt es nichts, was wir haben stehen lassen. Und deshalb werden wir jetzt auch kurzerhand mal zu unserem Schiff laufen. Nicht, dass ich wegfahren möchte, sondern eigentlich möchte ich da nur kurz einen Blick drauf werfen, ob sie Ardo schon wieder zusammengetackert haben. Das ist ja nicht unser Plan, dass Ardo das ganze Abenteuer verpasst. Wäre ja blöd. Schließlich können wir einen weiteren Mann in der Gruppe auch gut gebrauchen, weil 4 Leute ist schön,
Aber hier ist Platz für zwei weitere Bilder. Und das möchte ich doch irgendwie ausnutzen. Vor allem, wenn man mehr Leute hat, umso mehr kann man auch erreichen bei der ganzen Geschichte. Wir haben ja gesehen, vier Leute können dann einfach mal schnell umfallen. An einer ein oder anderen Stelle. Und ist unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Hat ziemlich betreten reingeschaut, das Mädel. Ich glaube, den Herrn und seine Penunzen können wir abschreiben. Das war nicht der Plan. Das war auch nicht der Deal. Aber gut, dass wir die Info haben. Auf zu den Elfen. Dahin. So hatten wir die Vereinbarung nicht getroffen. Was ist das? Ah. Du verstehst es, Frieden zu bringen. Andinarin, ich danke dir. Ich bin froh, wenn ich helfen konnte. Wie geht es Ardo? Dein Freund steht unter dem Einfluss von dem, was wir Zertaubra nennen. Zerstörerische Magie. Erzwungen durch die Macht des Geistes. Auch wir leiden darunter. Jedoch ist der Ursprung ein anderer. Könnt ihr denn nichts dagegen tun? Unsere Schicksale sind miteinander verwoben. Zwei Flüsse vereinen sich zu einem großen und werden so stärker. Wenn du Ardo zu uns bringst, wirst du alles Weitere von Alari erfahren. Um Ardo zu helfen, muss ich noch etwas anderes fragen. Weißt du, wo die Piraten herkamen? Meine Augen sehen weit. Öffne deinen Geist und ich zeige dir den Weg. Oh, tausend Dank. Ich werde nun Ardo zu Alari bringen. Sanyasala, lege Ardo doch auf mein Lager. Ich kann ohnehin nicht schlafen. Seine Heilung wird mir auch jetzt nicht gelingen, doch ich kann ihn am Leben erhalten. Sein Geist ist von mächtiger Magie gefangen, die ihn am Erwachen hindert und beständig an seinen Kräften zehrt. Ähnlich wie wir kann auch er im Schlaf keine Erholung finden. Ezaliel sprach von magischen Zwängen, die euch belasten. Als Kundiger der Erde kann ich hier sicher helfen. Ein Bartmurmler, der etwas von den Harmonien der Welt und den Klängen der Natur versteht? Wie faszinierend! Gehörst du zum Zwerg, der das Wasser liebt, den wir auf dem Fluss fahren sehen? Nein, aber ich bin ihm begegnet. Was macht ihr, was macht hier die Kraft der Erdmutter? Was schwächt hier die Kraft der Erdmutter? Unser Mandra. Wir können unsere magischen Lieder nicht mehr singen, um den Schmerz zu lindern. Wo Gesang und Lachen die Luft erfüllten, ist jetzt nur noch Leere und Starre. Kennt ihr den Ursprung dieser Albträume? Sie kommen von den zerfallenen Steinen nordwestlich von hier. Was dort wohnt, entstammt nicht dieser Welt. Seit Jahrhunderten halten wir Wache über diesen Ort. Doch nun wurden die Wächter aus dem Leben gerissen und der Zauberwall, der uns vor Angst und Schwäche schützt, ist gebrochen. Aber das bedeutet auch, dass du nun dorthin gehen kannst, um Ardo zu helfen. Wie kann ich ihm helfen? Indem ich eine Ruine aufsuche? Das Zertaubra ist stark an diesem Ort und sogar noch älter als Ezaliel. Doch ich höre auch andere Klänge. Nahe einer Wut, die sich niemals bezähmen lässt, befindet sich ein mächtiges Heilmittel. Ich werde das Heilmittel aufspüren und versuchen, auch eure Pein zu beenden. Ja, in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.